Klar, jeder, der ein bisschen Plan von der NASA-Mondmission Artemis 1 hat, der weiß, das SLS startet mit zwei Feststoffboostern und vier RS-25-Triebwerken. Aber wusstest du auch, dass es insgesamt ganze 88 Raketentriebwerke sind? Ja, ich gebe zu, ich musste die auch erst einzeln nachzählen, bevor ich wusste, wie viele Triebwerke es denn genau sind und wo die eigentlich sitzen. Das ist also gar nicht so leicht. Das sieht man auch schon an der offiziellen NASA-Seite, die fälschlicherweise von 55 Triebwerken spricht. Tja, traust du mir zu, dass ich das PR-Team der NASA schlagen kann? In dem Video heute zeige ich dir wirklich alle Raketentriebwerke, die beim Start von Artemis 1 am SLS und Orion ESM installiert sind, wofür die gut sind und mit welcher Technologie die arbeiten. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne einen Like da. Ja, und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, genau, unbedingt Senkrechtstarter abonnieren. Aber zum Thema der heutigen Folge. Fangen wir vielleicht einfach unten an, am feurigen Ende des Space Launch System und zählen uns nach dem Zeitpunkt der Zündung durch. Los geht's dann wie beim Space Shuttle mit den Haupttriebwerken, den RS-25 von Aerojet Rocketdyne. Die verwandeln flüssigen Sauerstoff und flüssigen Wasserstoff in einer treibstoffreichen, gestuften Verbrennung in Schub. Space Shuttle passt hier thematisch sehr gut, denn die jetzt bei Artemis 1 fliegenden Triebwerke, die sind tatsächlich alle schon erfolgreich mit Shuttle-Missionen im All gewesen. Die vier RS-25-Triebwerke, die zünden nicht gleichzeitig, sondern von 1 bis 4 in kurzen Abständen hintereinander. Sie sind jeweils um zwei Achsen steuerbar und erzeugen 2281 kN Schub pro Stück. Zusammen ergibt das die Kraft, um 930 Tonnen senkrecht nach oben zu heben. Wenn dich die RS-25-Triebwerke mehr interessieren, die Technik der Triebwerke erkläre ich im Detail in dem in der Beschreibung verlinkten Video. Mit über 1600 Tonnen Schub kommen etwa zwei Drittel des Startschubs aber nicht von den RS-25-Triebwerken, sondern von den beiden Seitenboostern. Und die arbeiten, das weißt du mit Sicherheit, mit Feststoff. Genauer mit einer Mischung aus Ammoniumperchlorat als Oxidator und Aluminium und dem Binder Polybutadien als Treibstoff. Naja, und noch in kleineren Prozentsätzen Additive. Nach der Zündung nicht mehr zu stoppen, ist ja typisch für Feststofftriebwerke, aber jeweils durch eine Hydraulik an der Auslassdüse um zwei Achsen steuerbar. Um die Booster in Gang zu setzen, befindet sich am oberen Ende der Längsbohrung durch die beiden Booster jeweils noch ein kleines Feststofftriebwerk, ja, das für die gleichmäßige schnelle Zündung der Hauptbooster benötigt wird. Beide Systeme, also die Hauptbooster und die kleinen Zündungsbooster, kommen von Northrop Grumman. Mein Video über Feststoffbooster ist eines der beliebtesten hier auf Senkrechtstarter, verlinke ich dir auch in der Beschreibung. Dann von der NASA offensichtlich unterschlagen die Feststoffmotoren an den Boostern, die nach der Stufentrennung die ausgebrannten Booster von der Rakete wegdrücken. Das sind wie beim Space Shuttle an jedem Booster 4 Stück an der Basis und 4 Stück am oberen Ende. Vielleicht hat die NASA diese Triebwerke auch unterschlagen, weil sie nicht direkt Artemis zum Mond tragen. Naja, aber wichtig sind sie trotzdem. Jetzt ein bedeutendes System, was ganz gern vergessen wird. Ja, ist vielleicht wie mit Kondomen. Besser man hat welche und braucht keine als andersrum. Das Startabbruchsystem, auf Englisch Launch Abort System, kurz LAS. Das ist nicht wie bei Dragon und Starliner ein Pusher-System, das drückt, sondern wie bei Apollo ein Puller-System, also ein Zugsystem. Ich sage System, denn es besteht aus drei Feststofftriebwerken. Eines zum Wegschießen des LAS-Turms zusammen mit der Nutzlastverkleidung. Das wird jetzt bei jedem regulären Start genutzt. Das Haupttriebwerk am LAS ist dann das eigentliche Rettungssystem. Es ist mit über 180 Tonnen Schub so stark, dass es das Orion-Raumschiff ohne Servicemodul von einer noch auf dem Pad befindlichen explodierenden Rakete wegschießen könnte. Diese Funktion kann es natürlich bis zu seiner Absprengung im Flug bereitstellen. Aber Start-Abbruch-Korridore und Abbruchmodi, da könnte man eigentlich ein eigenes Video zu machen. Zwar gibt es mehrere Auslässe an diesem Triebwerk, aber die bekommen alle das Treibgas aus dem mittig angeordneten Feststoffbooster. Um dem ganzen LAS dann die sprichwörtliche Krone aufzusetzen, gibt es dann noch das dritte Feststofftriebwerk in diesem Bunde. Dieses kann den Flug des Rettungssystems aktiv steuern. Ebenso hier gibt es mehrere Auslassdüsen für ein Feststofftriebwerk.
Allerdings noch beeindruckender, hier sind schnell schaltende Ventile verbaut, die das heiße Abgas aus dem Feststofftriebwerk gesteuert auslassen. Die letzten beiden Triebwerke kommen nur im Notfall zum Einsatz, während das Triebwerk zum Trennen des LES von Orion ja im Normalfall zum Einsatz kommt, aber eben auch im Notfall, sonst könnten ja die Fallschirme nicht öffnen. Kommen wir zur Oberstufe, der zweiten Stufe. Die Stufentrennung von Hauptstufe zur zweiten Stufe erfolgt nicht mit Feststofftriebwerken wie bei Apollo, sondern über ein mechanisches Pusher-System. Die zweite Stufe des SLS, das ist das ICPS. Das steht für Interim Cryogenic Propulsion Stage. Die hat ein einzelnes zentrales RL-10-Triebwerk mit etwa 11 Tonnen Schub, das in einem offenen Expansionszyklus Wasserstoff und Sauerstoff sehr effizient verbrennt. Das RL-10 hat zwar eine Schubvektorsteuerung um zwei Achsen, das ist jedoch zu wenig für einen dreidimensionalen Vektorraum. Genau, da kommt einem gleich die Idee. Ja, das ICPS, die zweite Stufe des SLS, muss über ein Reaction Control System verfügen. Das wurde von der Delta 4 Oberstufe übernommen, auf der das ICPS basiert und besteht aus 12 Monoprop-Düsen, die Hydrazin als Treibstoff nutzen. Ein System mit Monopropellant bedeutet, es gibt nur einen Treibstoff. Ja, in diesem Fall ist das Hydrazin, das bei dem Kontakt mit einem Katalysator zerfällt und dann schlagartig Gas entsteht, das über eine Düse zur Schuberzeugung verwendet werden kann. Eines der Updates der Delta 4 Oberstufe zur jetzt ICPS war neben der Verlängerung des Wasserstofftanks ein zusätzlicher Hydrazintank. Raketentreibstoffe und Hypergolität, wenn dich das Thema mehr interessiert, habe ich natürlich auch ein Video drüber, verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Die in vier Gruppen A3 Triebwerke am unteren Ende der Stufe angeordneten RCS Thruster sind aber nicht nur für die Rollkontrolle wichtig, sondern sorgen auch dafür, dass bei den mehrfachen Starts des RL-10 Triebwerks in der Schwerelosigkeit der Treibstoff am Tankboden bleibt und nicht in großen Blasen durch den Tank schwebt. Das RL-10-Triebwerk ist eine Legende in der Raumfahrt mit sehr spannendem Antriebszyklus. Du ahnst es, habe ich natürlich auch ein Video zu, findest du wie die anderen Videos in der Beschreibung unter dem Video. Sobald die ICPS-Oberstufe mit dem TLI-Manöver, der Translunar Injection, seine Schuldigkeit getan hat und das Orion-Raumschiff nebst European Service Module in Richtung Mond beschleunigt hat, wird es auch schon abgeworfen. An dem durch die ESA bereitgestellten European Service Module sind insgesamt sage und schreibe 33 Triebwerke. Angefangen mit dem Haupttriebwerk, das von Aerojet Rocketdyne gebaute AJ-10, sehr berühmte Triebwerksfamilie, hat unter anderem schon das Apollo Service Module angetrieben und das Space Shuttle als Orbital Maneuvering System nach dem Abwerfen des Haupttanks auf seinen finalen Orbit gebracht. Die in den ersten vier Artemis-Missionen eingesetzten AJ-10 stammen tatsächlich noch aus Space Shuttle-Zeiten, wurden von Aerojet Rocketdyne gebaut und sind mehrfach mit dem Shuttle ins All geflogen. Das Triebwerk arbeitet hypergol und verbrennt Monomethylhydrazin mit stickstoffgebundenem Sauerstoff und erzeugt einen Maximalschub von 2,7 Tonnen. Als Ersatzsystem und Hilfstriebwerk sind 8 in Zweiergruppen angeordnete R4D-Triebwerke am Boden des ESM verbaut, die jeweils 490 Newton Schub entwickeln. Das entspricht einer Gewichtskraft von 50 Kilogramm. Die R4D wurden ursprünglich für das Apollo RCS entwickelt, werden auch von Aerojet Rocketdyne gebaut und wurden zum Beispiel auch schon am europäischen ATV als Antriebssystem verwendet, auf dem ja das ESM basiert. Ja, lustig. Das heißt, European Service Module und die Triebwerke kommen alle aus dem Land, dem Deutschland erst beibringen musste, wie man Raketen baut. Nicht ganz. Das Monagole Reaction Control System in 6 Gruppen aus insgesamt 24 Düsen mit jeweils 290 Newton Schub, das wurde von Airbus entwickelt, damals für das ATV. Habe ich was vergessen? Na klar, das eigentliche Raumschiff. Das wird zwar auf dem gesamten Flug von dem European Service Module mit Schub, Strom, Luft und Wasser versorgt, nach der Abtrennung des Service Moduls braucht es allerdings doch für eine kurze Zeit selbst die Fähigkeit zur Ausrichtung im Raum und damit ein eigenes RCS aus 12 Monagolen Steuerdüsen.
Damit kann die Orion-Kapsel das Hitzeschild in Flugrichtung ausrichten, jedoch ebenso während des Wiedereintritts aktiv steuern. Nicht durch den im Vergleich zu den aerodynamischen Kräften verhältnismäßig geringen Schub der Düsen, sondern durch die Manipulation des Luftwiderstands. Ja, der leicht asymmetrische Gewichtsschwerpunkt sorgt für einen schrägen Angriffspunkt des Luftwiderstandes. Neigt sich Orion beim Wiedereintritt leicht nach links oder nach rechts, erzeugt dieser Luftwiderstand dann Auftrieb in diese Richtung. Darüber hinaus kann genauso der vertikale Auftrieb beeinflusst werden, was dann Einfluss darauf hat, wie weit Orion fliegt, bevor es senkrecht nach unten fällt. Du siehst es eingeblendet, 85 Triebwerke. Da fehlen also noch 3. Landet Orion etwa propulsiv? Ja, wäre eine Mordsgaudi, aber nein. Ja, hab ein bisschen geschummelt, um auf die Schnapszahl 88 zu kommen. Die 3 fehlenden Triebwerke erzeugen zwar auch Schub, aber ihre Hauptaufgabe ist es, den vorderen Hitzeschild wegzudrücken, damit die Fallschirme auslösen können. Und da fallen wir in den nächsten Kaninchenbau. Ein System aus 8 Fallschirmen wird benötigt, um Orion sicher zu landen. Wenn man jetzt spitzfindig ist, könnte man überlegen, ob man die Fallschirmmörser nicht auch als Triebwerke bezeichnen könnte. Schließlich werfen die ja auch schnell Masse aus, aber hören wir auf, das war auch mehr so ein Joke. So oder so, es sind eine Menge Triebwerke an so einem Artemis-Flug zum Mond beteiligt. Ja, was meinst du? Wer ist näher an der Wahrheit? NASA mit 55 Triebwerken oder der Mo mit seinen 88? Schreib mir gerne in den Kommentaren. Und ja, wir müssen es auch nicht so genau nehmen. Alle diese Systeme sind hochkomplex und jedes für sich hochspannend. Da habe ich mich einfach nur gefreut, euch davon zu erzählen. Ich hoffe, die Folge heute hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, ja, freue ich mich riesig, wenn ihr mich als Patreon oder YouTube-Kanalmitglieder monetär unterstützt. Da geht hier wieder ein riesen Dankeschön an meine Schutzengel raus. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Von den YouTube-Einnahmen allein kann ich den Kanal nicht betreiben. Ohne euch hätte ich also schon längst aufgeben müssen. Ihr helft wirklich aktiv mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Alle Videos, die ich dir heute empfohlen habe, kannst du auch einfach hier in dieser Playlist binge-watchen. Und wenn du durch bist, ja, bist du auch etwas näher dran an unserem Apollo-Moment. Ich sag dir hier auf Senkrechtstarter auf jeden Fall Bescheid, wenn es soweit ist. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.